Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch mal ein Video zur Laufruhe von meinem 330i präsentieren. Und zwar ist das jetzt ein gutes Dreivierteljahr schon vergangen, seitdem ich das Mikrokeramik drin habe. Und ich habe euch mal gesagt, ich liefere mal ein Video nach, wie aktuell die Laufruhe sich entwickelt hat. Ich habe hier einmal schon den Dezibelmesser aufgebaut und habe hier einmal, das hört ihr vielleicht auch, weil ich hier direkt reinquassel, ein Mikro mitgenommen, was ein bisschen andere Qualität hat oder ein bisschen genauer, sag ich mal, die Qualität aufzeichnen kann. Und ich bin gespannt, wie der Vergleich aussehen wird. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sequenzen aus dem Vorher-Nachher-Vergleich direkt vor Ort einblenden und einbringen und dann in Ergänzung noch dazu das Ganze, was ich jetzt einmal aufnehmen werde, dass man vielleicht so ein Gefühl bekommt, wie gut das Ganze so klingt. Ich weiß nicht, wie laut der Wagen jetzt schon im Hintergrund zu hören war, aber ich glaube nicht als laut wie der 1,20 Diesel, den ich auch heute gefilmt habe, auch übrigens mit dem Mikro. Ich halte das Mikro gleich einmal hier ein bisschen zum Motor hin, dass ihr mal so ein bisschen so einen Rundumblick kriegt, wie das Ganze sich so anhört und danach. Ich stand so eine gute Minute einfach mal stillschweigend vor dem Motor und habe mir das einfach mal angehört, wie gut der klingt. Und so laut meinem Empfinden her ist das wirklich ein super krass sahniger Motorlauf. Und das ist echt fantastisch, wie gut und wie ruhig und wie sahnig das Ding klingt. Hier das Mikro habe ich hier direkt. Das ist so ungefähr so jetzt ein Abstand. Ich lasse es mal so rum, das glaube ich besser. Ein ungefährer Meter. Und das ist echt richtig, richtig nice, ja, wie sanft so ein 330i im Stand dann auch klingen kann. Und für einige, die mich immer fragen, wie laut mein Auspuff ist im Stand und ob das nicht alles viel zu laut ist, ich nehme euch einmal live mit und dann könnt ihr mal hören, wie laut das Ding hier ist im Stand. Das ist nicht mein Auto. So eine Tröte hier gerade. Wenn die weg ist, dann kommt ihr mal in den Genuss von dem Standauspuff-Sound von meinem Auto und wie laut der so ist im Stand. Nicht wirklich laut. Das würde keiner denken, was da abgeht. Klingt meiner Meinung nach eigentlich ganz vernünftig so.